Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem eventuellen neuen Testvideo. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt hochlade, weil das kann nämlich eigentlich jetzt in die Hose gehen, was ich hier vorhab. Wartet mal kurz. So, musste gerade bloß die Lautstärke einstellen. Okay, der kann nicht fliegen, aber er hier kann fliegen. Hier unten. P2-Labor. Sagt mir gar nichts, habe ich eventuell verpasst. Also, ich weiß nicht, ob ich da war. Ich glaube aber, dass ich da nicht war. Deswegen machen wir uns jetzt mal auf den Weg dahin. Falls ich das noch nicht gemacht habe, dann ist das sozusagen einfach bloß ein Nachtrag. P2-Labor. Gut. Jau. P2. Ah, okay, hier kann ich hoch. Ne, hier hinten war ich gar nicht irgendwie, habe ich den Eindruck. Naja. Machen wir kurz halt nochmal ein Video, weil ich habe nämlich auch neue Videoeinstellungen. Und ja, durch die neuen Videoeinstellungen kann ich dann natürlich auch jetzt. So, warte mal. Ich stelle das Mikro mal ein bisschen anders hin. Machen wir das hier. Ja, ich habe jetzt neue Einstellungen bei meinem Rendervorgang, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Grillcheetah. Ja, dass die eben besser ist, damit das besser aussieht. Und ich habe gestern einen Livestream vom DK ein Stück mit aufgenommen. Und das ja gut 10 Minuten waren das. Wer es geguckt hat, das war die Stelle, wo er gerade seine ganzen Briefe und so verkauft hat und sein Macho-Band, wo er gerade im Wiesenflow war. Falls es jemand geguckt hat, weiß ich nicht, ob das überhaupt jemand geguckt hatte, dann noch von den Leuten, die ich kenne. Auf jeden Fall hatte ich da 10 Minuten was mit aufgenommen und das waren dann letztendlich bloß 124 oder 104 MB und das ist ja nicht gerade so viel. Und da habe ich mir gedacht, ja, wäre gut, wenn du nochmal irgendwie dazu kommst, dass es eben anders ist. Ich weiß nicht, wie ich es gerade sagen soll. So, hier hinten haben wir auch nochmal ein. Deponitox. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, weil ich ja für Schwarz 2 schon teilweise mein Team zusammenstelle. 4 habe ich jetzt schon eingebracht für Pokémon. Und ich habe vor, noch mehr reinzubringen. Natürlich. Die 4, da ist das eine Legendäre dabei, das könnt ihr euch ja denken. Mein Starter ist diesmal Otaro. Das heißt, ihr wisst schon 2. Die anderen 2 sage ich euch nicht. So ein Zebritz. Zebritz. Ja, da kann ich eigentlich dran bleiben. So. Und ja, natürlich habe ich mir da jetzt schon teilweise das Team zurechtgelegt. Bin zwar am Überlegen, ob ich mir die letzten 2 dann nicht irgendwie spontan einfach mal so reinhole. Ja, wäre eigentlich gut möglich. Würde gut funktionieren und jetzt muss ich halt gucken, wie ich das alles anstelle. Oh, eine Perlenbeere. Na, 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 na. Burle. Eine Perle. Ah, okay, hier kommen wir normalerweise nicht hin. Na, na, na. Na, 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 na. Ich werde das jetzt auch mit diesen Zoom-Effekten, werde ich mir auch. Ach, ich bin immer noch auf der Route. Okay, dann heißt das, wir müssen jetzt hier durch diesen Routentrenner. Bin aber auch. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Stromausfall ist hier wahrscheinlich dann. Jetzt habe ich es total vergessen. Naja. Da man Angler gegen den Wollmer nicht kämpfen.
Habe ich nicht nötig. So. Ne, nix Glücksei. Ich würde es jetzt schon gerne noch in diesem Part finden, kann man sich eventuell vorstellen. Nein. Obwohl, ich könnte hier drüber abkürzen. Aha, aha. Gut, verlassen wir mal kurz die Route und gehen nochmal rein. Sonst könnte das ein bisschen fehlerhaft sein dann. Das wollen wir nicht. So, jetzt pinne ich aber mal gespannt. Oh, noch mehr Kämpfe. Blarg. Ja gut, im Pokémon Schwarz war ich hier hinten, aber da habe ich... Nee, habe ich hier nicht auch? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Entweder war es im Pokémon Schwarz, wo ich mir das Ei hier hinten geholt habe, oder es war noch im Pokémon Weiß, wo ich mir das hier hinten alles geholt habe. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Nee, also wenn ich das hier geholt hätte, dann würde ja hier jetzt theoretisch eigentlich nicht so ein Scheiß hier abgehen, nicht wahr? Piss dich, Troller. Gut, wir speichern mal auf den zweiten Slot und gehen hier lang. Okay. Hat sich jetzt richtig gelohnt. So. Ein Abyss-Zahn. Okay. Damit kann man sich Alabis holen. Ach ja, und möchte ich auch noch gleich an dieser Stelle anmerken, ich werde mich darum bemühen, dass ich in Pokémon Schwarz 2 auch einiges an Infos mit reinpacke, was ich so weiß aus Erfahrung und sowas. Ja, zum Beispiel, dass ich über irgendetwas dann Informationen gebe, wisst ihr, damit es eben... Mensch, was ist denn das immer auf dem scheiß Glücksei? Ich setz doch andauernd Topschutz ein. Affe. Nee, das P2-Labor sieht komplett anders aus. Aber hier hinten haben wir noch so einen Typ. Also wenn... Okay. Okay, dann ist das P2-Labor wahrscheinlich ein Stückchen weiter hinten. So, wo bin ich denn jetzt laut Karte? Ach. Wo ist das P2-Labor? Wo ist es? Okay, hier ist ein anderer Abschnitt, wie es scheint. Ich möchte jetzt hin, ich war da noch nie. Gut, gehen wir mal jetzt hier in den oberen Stream. Gut, gehen wir halt in den hier. Bam! Bam! Yeehaw! Bam! Bam! Und da habe ich es geschafft, hier ist das P2-Labor. Hier ist es. Was haben wir hier? Ein Förscher? Guten Tag. Immer kämpfe ich mit deinem Pokémon, bestreite, desto glücklicher bin ich. Gut, dann ist das jetzt doch kein Fail. Dann werde ich es wohl hochladen, weil ich das P2-Labor gefunden habe. Genau, das Deponitox. Gibt uns 1245 Erfahrung normal. Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was im P2-Labor ist. Wie gesagt, ich war da noch nicht. In Schwarz 2 scheint, da ist irgendwas mit Team Plasma nochmal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt drin ist, weil ich war auch in Pokémon Schwarz
da nicht drin. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern, dass ich hier auf dieser, dass ich hier so, hier hinten in dieser Region so viel gemacht habe. So, und da drinnen finden wir eine Dubios-Disk. Gundach. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Na, es gibt's jedenfalls. Und hier drinnen scheint es auch Pokémon zu geben, so wie ich das gesehen habe. Hm, doch irgendwie nicht. So, Beute. Okay. Los surfen. Also, dann scheint es wohl irgendwie in Pokémon Shots 2 hier eine weitere Story dafür zu haben. Nein. Nein. Gut. Okay, dann hätten wir das. Das P2-Labor gefunden. Hier, da gab es auch noch irgendwas. Hier, Grundwassersenke. Was ist das? Wir gehen mal nach Orion City. Nach Oreo City. Ach ja. Muss mich gerade wieder daran erinnern, wie ich das damals genannt habe. Kann das sein, dass die Grundwassergrube das hier ist? Ne, das gehört noch zu Orion City. Ich hatte nämlich damals immer Kitty gesagt, statt City. Wo ist denn die Loadkarte? Oh, das wird wieder schöne Arbeit hier. Das alles wieder so zurechtzuschneiden. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Schnell weg. Da sind Viecher rausgelaufen. Böse. Oder ist die Grundwassersenke dieses eine Höhlendingens da? Glaube ich aber nicht. Ja, Septerna. Blub. Pokémon auflaufen. Welche Route ist das hier? Route 3. Was ist das? Grundwassersenke. War doch das hier. Okay. Hätten wir das geklärt? Na 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 na. Was ist das hier? Tiefkühlcontainer, das kennen wir. Elektrolythöhle. Ferula! Da würde ich auch gerne mal hin. Wie kommt man nach Ferula? Warte, ich kann es mal kurz eingeben. Schreibt man doch so, oder? Ah, mit RR, nicht mit LL. RULA. Ah ja, okay, Internet. Ach, jetzt hat's geladen, sehr schön. So, ihr seht's jetzt gerade teilweise. Aha, aha, ja, wie komme ich da hin? Im Zimmer, ich hab eine Weichenstation mit dem... Ist ein kleines Städtchen in ein altes, nur mit der Linie der Kampfmetronen. Ja, aber wie kommt man da hin? Rotomburg heißt es im Französischen. Ferrum, lateinisch für Eisen. Aha, natürlich. Ach, da kommt man wahrscheinlich dann bloß hin, wenn man... Nee. Ah. Komisch. Hm. Naja. Würde ich euch zu gerne zeigen. Ist aber wieder so richtig schön viel Zeit, die da drauf geht.
So, warte, was ist das hier? Schrein der Ernte. Porttonnebohr. Hier am Hain der Täuschung, der war mir auch schon. Gut. Aber dann war es das erstmal für diesen Part dann. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann anders mal wieder, aber nicht mehr in Pokémon Schwarz. Vielleicht aber doch nochmal. Naja, mal gucken. Bis dann, Leute. Adios.